Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ich habe jetzt gerade offscreen mal ein bisschen Wissenschaftsdaten produziert, indem ich hier die ganze Zeit gewartet habe, bis wir ungefähr 300 Wissenschaft haben, weil das unsere Batterie aktuell schafft zu übertragen. Denn wir haben damit, dass wir das andere Schiff hier abgedockt haben, das hat ja irgendwie 6 Batterien, jetzt haben wir nur noch 2, also wir haben weniger Strom. Können wir nicht mehr so viele Daten übertragen. Aber es funktioniert. Ich zeige euch mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Aber erstmal geben wir ihm die restlichen Wissenschaftsdaten. Wir hatten ja hier irgendwo... Irgendeiner hatte hier noch Wissenschaftsdaten, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar hier, genau, gespeicherte Daten ansehen. Und das sind hier 750 Wissenschaft. Die packen wir jetzt mal ins Labor. Und dann sehen wir, dass hier... okay, krass. Also das sind gar nicht die 750... das ist sehr gut zu wissen. Das sind gar nicht hier so 750, sondern das sind hier oben 750. Okay, dann ist gut. Dann hätten wir es auch früher schon reintun können, aber ist egal. Und dann bin ich hierher gegangen und habe einfach auf 100.000-fache Beschleunigung gemacht. Und gewartet, bis wir ungefähr 300 Wissenschaft haben. 100. Achtung an alle Epileptiker, by the way. Habe ich vergessen, vorher zu erwähnen. Und so. Jetzt haben wir 319. Jetzt müssen wir einen Punkt finden, wo wir genügend Solarenergie haben. Das ist gut. Hier scheint die Sonne sogar auf das Panel. Das ist gerade sehr gut. Dann sagen wir Wissenschaft übertragen. Das können wir auch ein bisschen vorspulen. Und theoretisch sollten wir jetzt, wenn alles gut läuft, genug Strom haben. Ja, gerade so. Knappes Ding, aber gerade so. Um die Wissenschaft zu übertragen. Das sind immer ein paar Tage, die hier vergehen. Die Sache ist, wir können theoretisch auch in die Map gehen. Und einfach mal ein bisschen raten. Dann ist es nicht ganz so verrückt hier. Habe ich gerade gesagt, das ist nicht ganz so verrückt. Na, okay. Also das sind Tage, die man hier vorspult. Ne? Das ist schon viel. Da hätte ich mich früher ein bisschen vorgescheut wegen unserer Mars-Mission. Aber mittlerweile wissen wir eh, dass wir die knicken können. So, vielleicht hilft es ja, wenn man ein bisschen rausscrollt von der Space Station. Aber ich glaube nicht wirklich. So, einmal machen wir das jetzt noch. 200 und na, 313 Wissenschaft. So, wo ist Sonne? Hier haben wir gerade keine Sonne, also Kerbal doch hier. Aber wir sind nicht gut ausgerichtet, muss man sagen. Also wir sollten uns ein bisschen besser Richtung Sonne ausrichten. Damit die seitlichen Solarpanels auch noch ein bisschen was abkriegen. So, dann kurz warten, bis sich die Solarpanels richtig gedreht haben. So, jetzt sollten wir hoffentlich genug Strom haben, um Wissenschaft zu übertragen. Schauen wir mal. 10-fache Beschleunigung. So, also man sieht hier schon, wie der elektrische Strom ordentlich gesaugt wird, ne? Aber es hat noch funktioniert. Okay. Wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht. Ich habe es offscreen auch noch ein paar Mal gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt mal ins Weltraumzentrum und gucken, wie viele Wissenschaftspunkte wir haben. Ich schätze mal über 1000. Ja doch, müssten über 1000 sein. 1100 vielleicht, schätze ich mal. Oh. 2400. Oh. Ja gut, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, ne? Aber das sind genügend Wissenschaftspunkte. Und das alles durch diese eine Mission. Das müsst ihr mal vorstellen, das ist... ein Traum. Das reicht auf jeden Fall, um hier vernünftige Dinge machen zu können. Zum Beispiel hier 300 für die gute 50G-Antenne. Und dann nochmal 550. Ich weiß, es ist sauteuer. Aber ich glaube, das lohnt sich hier für die richtig krasse 200G-Antenne. Ist das, glaube ich? Ne, 100G. Und die hat 15. Okay. Also wir haben jetzt eine richtig dicke Antenne.
mit der man auch was machen kann. Und dann sind hier noch bessere Dinger. Aber jetzt müssen wir langsam mal gucken, dass wir keinen Unsinn machen. Also. Die Solarpanels hier sind ganz gut, die besseren. Und jetzt ist hier so Luxuszeug. Da frage ich mich, ob es das braucht. Wir haben noch 1300 Punkte. Was haben wir hier? Ah, ja, genau. Die wollten wir auf jeden Fall noch haben. Neue Experimente. Bergbauvorrichtung. Oh, für Asteroiden oder so vielleicht, ne? Das ist natürlich krass. Schmalbandabtaster. Okay. Bessere Rover-Reifen. Für 300. Merken wir uns mal. Bessere Kapseln für 100. Okay, 160, glaube ich, können wir ausgeben. Das ist cool. Was haben wir hier noch? Verbessertes Reaktionsrad. Ah, das ist natürlich schon gut. Und besserer Monotreibstofftank. Okay. Ja, aber ich würde, glaube ich, die letzten gerne hier für sowas ausgeben. Also 160. 550. Immer 160 für mehr Tanks und Triebwerke ist, glaube ich, gut. Und 550 für die richtig dicken Brummer nehmen wir auch. So, jetzt haben wir noch 174 Punkte. Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr viel drin. Wobei das hier schon schön wäre, ne? Nochmal bessere Tanks. Ah. Das Nukleartriebwerk, glaube ich, ist nicht mal so nötig. Aber Raketen. Versenkte Klemmotron. Ah, okay, das ist auch nice. 300. Also wir könnten halt jetzt so Aerodynamik-Gedöns noch uns leisten, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Weil wir echt noch keine Flugzeuge haben oder haben werden. Neues Hitzeschilden verbessertes. Und nochmal ein besseres Landebein. Okay. Schwere Landung. Okay, das sind nur Fahrwerke. Das ist auch ein Flugzeugfahrwerk. Okay, das ist ein ziemlich dickes Landebein, wie es aussieht. Aber da würde ich dann fast eher dazu tendieren, hier die Rover-Reifen zu nehmen. Was ist denn der bekannteste schwere Treibstofftank? Okay. Und nochmal ein Koppler. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen nochmal kurz auf unsere Raumstation und gönnen uns nochmal so 200 Punkte. Weil dann können wir richtig ausrasten. Einfach vorspulen erstmal. Achtung, jetzt flackert es gleich wieder. So, da sehen wir uns sogar, wie wir uns um unseren Stern bewegen. 100. Und 200. Es wird natürlich immer langsamer, je weniger Forschungsdaten wir da drin haben. Das ist das einzige Problem an der Sache. Aber ich denke mal, das ist auch nur ein temporäres Problem. So, Strom ist wieder da. Wissenschaft übertragen. So. Alles klar. Gut. Dann gehen wir wieder ins Weltraumzentrum. Na. Dann gehen wir wieder in die Forschung und Entwicklung. Und holen uns nochmal solche dicken Tanks. Das ist der größte Tank, den können wir uns noch nicht leisten. Wir können hier nochmal ganz kurz schauen. Nee,
Wir nehmen Nuklearantrieb. Nuklearantriebe verbrennen keinen Treibstoff, sie vernichten ihn total. Hoffen wir, dass es da deshalb kein Konflikt. Okay, wir nehmen das. Wir nehmen das. Nuklearantrieb sehe ich gerade noch nicht. Ne? Also vielleicht später, aber gerade sehe ich das noch nicht. So, ich meine, wir haben hier auch schicke Sachen, die mir noch gefallen würden. Hier eine Brennstoffzelle, ein Radioisotopgenerator, der 1000 kostet. Technik für unbemannte Sonden, vor allem so verbesserte Dinger. Ist schon alles ziemlich nice, aber ich glaube, dass wir so ganz gut unterwegs sind. Ich weiß auch nicht, was dieser Drohnenkern hier zum Beispiel macht. Also wir haben hier einiges neues Zeug. Ich würde nochmal ganz kurz hier in die Ortungsstation gehen und mal gucken, wie es eigentlich Discovery 2... ich muss mal diesen Müll hier anschauen, das ist ein Drama. Wie es Discovery 2 geht. Hier ist Discovery 2. Und die ist an ihrem Manöverpunkt vorbeigeflogen, weil ja, da nichts mehr geht, ne? Die Frage ist, fliegt sie trotzdem hier an Duna vorbei? Wahrscheinlich eher nicht. Also kann eigentlich kaum. Auch wenn der hier ganz gut angepeilt ist. Naja. Beenden? Nee. Damit würde ich ja die Ding sprengen, was ich nicht unbedingt will. Okay. Unser Plan ist folgender. Wir bringen jetzt einen Satelliten nach Duna. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Cooles neues Zeug. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber wir gucken mal. Das hier sind die neuen Tanks quasi. Was ist da der Unterschied zu... Also die hier sind natürlich deutlich kleiner. Der Unterschied zu denen... Ah, die sind nochmal größer. Als die großen. Oh. Ja. Okay. Also die sind schon Nummer für sich. Was haben wir da für Triebwerke für? Triebwerke. Mhm. Okay, dann sollten die aber doch so irgendwie sein. Sonst sieht es komisch aus. Aber das hier ist jetzt so Saturn 5 Stage mäßig. Ne? Das ist schon holy moly. Boah, das da auch. Yo. Wir müssen uns mal mit den ganzen neuen Teilen bekannt machen. Also, 1200 Kilonewton hier bei 0 und 2000 Kilonewton im Vakuum. 3700 hier und 4000 im Vakuum. Okay. Treibstoffeffizienz 205 hier und 340 im Vakuum, 295 und 305. Es ist ein bisschen effizienter, aber hat nicht so viel Schmackes. Das heißt, das hier ist eher so eine Space Stage oder sowas. Also das hier ist meiner Meinung nach eher eine Start Stage. Vor allem, ja klar, weil hier 305 und hier 295, also die hat hier deutlich bessere Effizienz. So, dann gucken wir mal, was wir da oben Schönes drauf basteln können.
Also erstmal wäre ein Koppler wahrscheinlich nicht schlecht für das Riesending. TD 37, genau, so ein Riesenentkoppler. Und da drüber kommt dann... Ja, wobei das eigentlich... Weil wir können ja hier nicht... Ja, genau. Also wir müssen eigentlich erstmal kleiner werden. Mhm. Süß. 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 Auch süß. Hm. Schwierig. Okay, was haben wir denn hier Schickes? Wie könnten wir denn hier kleiner werden? Irgendwie gar nicht, ne? Hm. Das ist sehr schade. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Wir haben die Teile noch nicht dafür. Dann können wir nicht ganz ausrasten. Aber ist in Ordnung. Dann nehmen wir erstmal die da. Die sind ja auch nicht so klein. So, erstmal 3. Oder vielleicht... Ne, erstmal 3. Und da kommt dann ein ordentliches... Wir könnten hier natürlich die... Die hier dran machen, aber ich glaube, die sind auch nicht geeignet. Das haben die 295.000 Kilonewton Schub pro Stück und eine 295er Effizienz. Die haben eine 285er Effizienz, 1500 Kilonewton Schub. Ich glaube, das Ding, Alter. Das Ding hier ist ganz gut. Das hier ist ganz gut zum Starten, denke ich mal. So. Können wir hier den Tank auch mal wieder orange machen? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so realistischer, dass der nicht lackiert ist, weil macht keinen Sinn, das Ding zu lackieren. Okay, dann eine Koppler. Eine Koppler. Dann die Orbitalstufe. Schwupp. Und dann nochmal ein dicker Tank. Und dann ein so ein Teil. Und da dann auch einen Koppler drauf. Oder ist dieses große Frachtding? Wie ist denn das? Das große Fairing? Ah ne, das deckt das ab. Okay, okay, nee, dann ist okay. Dann nehmen wir hier einen Koppler dran. Und... Ne, warte, das macht keinen Sinn. Erstmal das Fairing. So. Und dann einen Koppler. Weil das Fairing kann ja mit dem Ding hier weggeworfen werden. So. Und hier kommt jetzt quasi unsere Sonde hin. Ja, vielleicht noch eine Transportstufe. Ja, aber die kann sogar auch ins Fairing rein. Eine Transportstufe, da würde ich... Was hat das Schwenker 320 im Vakuum und das Ding hat 345 im Vakuum. Aber das Terrier-Triebwerk ist ja eher aber gut, das ist... Autark, Schwenker, was hätten wir noch? Pudel. Ja, das ist das Riesige, ne?
Da ist halt auch die Frage. Nee. Nee, ich würde da nochmal einen Schwenker nehmen. Und da ein paar kleinere Tanks dran machen. Ja, so viel zum Thema kleinere Tanks. Ach, wir haben jetzt zum großen hier. Sweet. RFS-Treibstofftanks. Oh. Aha. Oho. Okay, brauchen wir nicht. Es wird nur eine Sonde. Es wird nur eine Sonde. Wir brauchen also eher so. Eigentlich schon zu viel, ne? Eigentlich eher sowas in die Richtung. Naja, komm, wir können hier mal den da dran machen. Und da würde ich dann ein paar Reaktionsräder noch dran machen. So. Damit können wir dann vielleicht nochmal die Umlaufbahn verlassen, falls es hier nicht reicht. Ich weiß es nicht. Lieber zu viel als zu wenig dabei. So, und dann kommt hier oben nochmal ein Entkoppler dran. Und dann kommt da die eigentliche Stufe hin. Also dann kommt hier die Sonde hin. Die Sonde hat nochmal einen ganz kleinen Terrier-Antrieb dabei. Falls sie irgendwas machen muss. Und dann... Was könnte man der Sonde noch so geben? Die Sonde könnte... Ja, das brauchen wir gleich. Das brauchen wir auch gleich. Die Sonde könnte so viel Zeug gebrauchen, ne? Ja, mehr als den Tank braucht es eigentlich auch nicht. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Kontrolleinheit. Und da haben wir aktuell, ist das, oder was ist dieser Drohnenkern? Ist das geil? Okay, der hat Steuerräder integriert. Und ist wohl ein Drohnenkern, ne? Also der ist sauteuer. Von dem her will ich mal hoffen, dass der was taugt. Und dann können wir der Sonde noch eine Menge Akkus geben. Elektrik hier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt 200 Kilo Akkus. Da sollte schon ordentlich was gehen. Eine Brennstoffzelle. Nee. Da nicht. Das ist jetzt so ein Riesensolarmodul, ne? Das ist vielleicht ein bisschen over, aber wir schauen mal. Also für unsere Raumstation okay, aber ich glaube für so eine Sonde auf Duna ein bisschen arg. Andererseits, was soll der Geiz, ne? Wir sind ja im Wissenschaftsmodus, wir können ja so viel Kohle ausgeben, wie wir wollen. Also grundsätzlich einfach dran. So, jetzt haben wir riesige Solarpanels. Also riesige, riesige Panels. Nee, nee, wir brauchen, glaube ich, sonst nicht. Wir haben riesige Solarpanels und Akkukapazität ohne Ende. Dann brauchen wir noch eine fette Relaisantenne. Eieieiei. Okay, das ist wohl der größte Part an dem Teil. Kann man die Solarpanels da dran machen?
Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Und dann kann man hier die Relais-Antenne dran machen irgendwie. Andererseits, die kann auch da oben dran, ne? Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für oben dran. Weil dann müssen wir das Fairing nicht so riesig machen. Kann man irgendwas einfahren oder so? Nee, die ist einfach da, weil sie da ist. Okay. Okay, was haben wir hier noch? Ein Kommutron. Was macht das? Das kann man wahrscheinlich ausfahren, schätze ich mal. Antenne ausfahren. Oh yeah. Okay. So, allein nur für den Satelliten-Style oder so vielleicht. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Wir hauen einfach drauf. Weil die ist cool. Und braucht nicht viel Platz. Wir können auch noch jetzt ein paar Sensoren und so dran machen. Wenn wir sowieso dahin fliegen, dann können wir so ein Gelände. Ein paar Sensoren, ne? Das ist klar. Ah ja. Okay, vielleicht nicht so viele Sensoren. Alter. Okay, die sind alle deutlich größer, als ich dachte. Okay. Oberflächen abtasten. Ja, genau. Genau, sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. Muss man das auch ausfahren? Nee, okay. Zeichenmischer Beschleunigungsmesser. So. Was haben wir noch? Ah, sonst nicht mehr so viel. Atmosphärische Messung. Ah ja, hier. So. Und hier dieses fette Ding ins Kirchen. Funktioniert das überhaupt? Sammelbare Daten, wiederholbar, zurücksetzbar. Ja, wir werden sehen. Ob es irgendwas bringt, ne? Wir werden sehen. Also, unsere Sonde hat. Eigentlich hat Strom. Also hat fette Akkus, hat das, hat ein paar Sensoren, richtig dicke Antennen. Einen Drohnenkern. Gehen wir mal durch und schauen, ob irgendwas dabei ist, was ich jetzt hart verkackt habe. Soll nicht landen, soll nur quasi als Relay um Duna fliegen. Ja, Solarpanel haben wir, glaube ich, groß genug. Kühlmodul. Ja, wofür? Braucht man das? Ich habe halt noch nicht genau verstanden, wofür diese Kühlmodule sind. Kommunikation, Elektrik. Da gab es ja auch mal die zum Ausfahren. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Vielleicht sollten wir so ein Kühlmodul noch dran machen. Zwei. Nicht, dass die der Drohnenkern irgendwie Kühlung braucht oder so. Man weiß ja nie. Und so sieht es ganz okay aus. Okay, Fahrwerk brauchen wir sicher nicht. Das brauchen wir nicht. Fairing und so weiter. Passt schon. Brauchen wir alles nicht. Okay, also ich glaube, sondentechnisch ist das okay, was wir da haben. V
Verkleidung bauen. Okay. Da oben ist die Sonde. Alter. Dieses Monster. So. Wir machen sicherheitshalber noch mal ein paar Booster dran. Ein paar Booster-Renos. Da sieht der große Entkoppler. Und das ist noch nicht mal das große Teil. Ne? Das ist heftig. Und dann Booster. Oh, wir haben neue Booster. Oh. Also das hier waren bisher die... Nee, der ist auch neu. Okay, also bisher waren die hier die größten. Die wir süß. Die hatten einen Schub von 670 Kilonewton und 41 Sekunden Brenndauer. 593, 1500 und 100 Sekunden Brenndauer. Und fast 3000 Kilonewton Schub und 190 Sekunden Brenndauer. Lass mal die Dinge ausprobieren. Die sind neu. Ich mag neue Sachen testen. So. Das Ding ist jetzt ein bisschen zu weit unten. Ich würde es dann doch nochmal ein bisschen so und ein kleines bisschen hoch. So. Und oben einfach eine aerodynamische Spitze drauf. Wo haben wir Aerodynamik da? Huch. Okay. Ist das da verbunden? Ich glaube schon. Ich kann hier nochmal eine Autostrebe reinmachen. Damit hier alles schön stabil ist. Hier nochmal Autostreben rein. Und das hier auch mit Autostreben verbinden. So. Gut, also. Ah ja, und. So. Schauen wir mal, ob das irgendwie was wird. Oder ob das Kacke ist. Also, die Dinger gehen natürlich logischerweise von Anfang an gleich weg. Und parallel dazu startet... Was für ein Ding? Ja, nee, sicher nicht. Startet das Haupttriebwerk. Und die Booster. So, alles auf Full Power. Ist wahrscheinlich erstmal zu viel, aber das können wir dann immer noch ausregeln. So, wenn das alles durch ist. Dann entkoppeln die Booster. Ja. Danach kommt das Triebwerk hier. Haben wir einen neuen hier. Also die Booster entkoppeln. Danach kommt das Triebwerk. Und der Entkoppler. Das heißt, das entkoppelt und der Booster. Danach entkoppelt das da und der Booster. Aber zwischendrin wird das Fairing noch abgesprengt. Das machen wir wahrscheinlich sowieso wieder manuell, aber mal gucken.
Bearing, dann das und dann das. Und last but not least, die beiden können hier getrennt sein. Okay. Das ist der Super Heavy Duna Orbiter V1. Okay, schauen wir mal, ob das Ding fliegt oder nicht. Und wie es fliegt. Wir müssen für die Steuerung auf jeden Fall, also SAS ist an, klar, mindestens ein bisschen Schub geben, ne? Weil sonst wird das nicht. Alter. Ja, ich würde sagen, wir probieren es. Alter, der Drohnenkern ist ja mal Killer. Der kann ja alles. Ja, geil. Mehr brauche ich gar nicht. Go. Boah, der Drohnenkern ist ja der Hammer. Das sind ja... Sind das alle? Ich glaube, das sind alle, ne? So, jetzt ein bisschen einen Gravity-Turn versuchen. Wir haben wahrscheinlich mehr Treibstoff dabei, als wir jemals brauchen werden, aber ist ja egal. So. Jetzt sagen wir dem Drohnenkern, er kann ruhig den Gravity-Turn alleine machen. Das passt schon. Ja, wobei, kriegt das hin? Kriegt das hin? Ist ein bisschen zu schnell. Wir sind ein bisschen zu schnell. Nee, wir sollten an dieser Stelle eigentlich steiler sein, wobei wir eigentlich eh schon viel zu schnell sind. Aber, naja, mal gucken. Also 45 Grad würde mir schon einigermaßen gefallen. So. Ja, es wird sehr heiß gerade. Aber wir verlassen die Atmosphäre. Und das ist gut so. Da fliegen die Booster weg. So, aus. Karte. 100 Kilometer Höhe schon. Ja. Sind quasi schon viel zu hoch. Dann brauchen wir einen Orbit. Machen wir schön mit einem Manövertool. 100 Kilometer, 111 Kilometer. Das sieht nach einem akzeptablen Orbit aus. 1000 Kilometer pro Sekunde verbrauchen wir und wir haben noch 1592 drin, wobei der noch mal Atmosphäre mitrechnet, glaube ich. Mal gucken. Manöver. Wie sieht's aus mit Strom? Aktuell kein Problem. Also wir verbrauchen natürlich schon einiges an Strom für das Schwungrad, das hier irgendwo drin ist. Aber wir haben viel Strom dabei. Viel. Okay, zeigt 1000. Also er bleibt dabei. Gut. Aber das heißt, die Mainstage hier reicht halt noch sogar für bis in den Orbit. Also wir haben so viel Treibstoff dabei. Dieses Fairing hier kann auch mal weg. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt sieht man, und diese winzig kleine Sonne hier, nur die soll nach Duna fliegen. So, Zündung in ein paar Sekunden. Ich spule ein bisschen nochmal vor, ja. Ups. Hallo? Hallo? Ach so. Ja doch, Thrust Max. Hä? Wieso ging das gerade nicht? Keine Ahnung. Ich dachte schon, hey, ich muss irgendwie das Triebwerk zünden, aber nee, hab ich doch. Naja. So, jetzt einmal raus damit. Das ist ja, glaube ich, im All auch nicht so krass viel effizienter. Das ist ja ein gutes Start-Triebwerk, ne? Aber nicht so perfekt geeignet für, ja, für das Weltall oder für das Vakuum. Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, auf dem Weg nach Duna werden wir auch sehr weit vorspulen. Also da denke ich, na, kommen auch nochmal
richtig fett Wissenschaftsdaten zusammen. Und zwar so viele, dass wir wahrscheinlich Akku-Packs hochfliegen müssen. Ne? Schätze ich mal. Ich tippe, dass wir Akku-Packs hochfliegen müssen. Zur Raumstation. Was haben wir hier? 100 Kilometer, 110. 101, 110, das passt schon. Tschüss. So, das ist jetzt der Pudel. 2600 Meter pro Sekunde sind da drin. Tschüss, Tank. Also. Ja, ne? Na gut, die Sache ist, dass Duna jetzt natürlich suboptimal ist. Optimaler wäre es, wenn wir starten, wenn Duna irgendwo hier wäre. Ich denke, das muss man schon zugeben, ne? Ist die Frage, ob wir das jetzt vorspulen wollen. Das wäre ja ewiges Vorspulen. Das ist ja ein Jahr oder so, was wir da vorspulen. Discovery 1. Oh, Discovery 1 kommt demnächst mal wieder bei uns vorbei. Guck mal. Ist das Minmus? Ne, das ist sogar der Moon. Krass, Discovery 1 kommt sogar sehr, sehr knapp bei uns vorbei, um uns zu besuchen. Das ist ja nett. Aber wenn wir jetzt hier losfliegen, dann werden wir Duna wahrscheinlich irgendwo hier so passieren. Aber man könnte es machen. Schauen wir mal. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach mal Manöver hinzufügen? Mit dem wir quasi hier raus katapultiert werden. Also optimalerweise würden wir natürlich mit einem entsprechenden Manöver hier den Orbit von Kerbin nachbilden. Ja. Also wir würden quasi in die Fußstapfen von Discovery 1 treten. Und von hier aus können wir dann versuchen, Duna zu erreichen. Minus 0,1 Grad, das ist kein Problem. Wir schauen einfach mal, ne? Also, oder schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr meint. Sollen wir warten, bis Duna auf einer perfekten Position ist, weil wir sonst einfach überhaupt gar keine Chance haben? Oder können wir ruhig mal hier in einen Orbit um Kerbal und dann mal gucken, weil wir sind ja haben wir eine andere Bahngeschwindigkeit als Duna. Wir könnten dann hier immer noch warten. Oder vielleicht sogar versuchen, den hier irgendwo abzupassen. Bei Treibstoff haben wir auch mehr als genug dabei. No. Das wäre so die Frage. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die Sonnensegel würde ich gerade noch gar nicht mal ausfahren, weil das ist ja alles. Also wir brauchen ja quasi gerade keinen. Wir könnten ja eine Atmosphärenanalyse. Ah ja. Oberflächenabtastermodul. Zu hoch. Aha. Seismische Daten protokollieren. Kann aktuell nicht ausgeführt werden. Okay. Also ich weiß noch nicht, wie gut die Dinger hier funktionieren, aber ist ja auch egal. Was ist das? Ach, das sind unsere Trümmer. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, wie wir hier am besten verfahren.
Und in der nächsten Folge versuche ich das Ganze dann mal umzusetzen. Ich sage soweit, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.